Gut, liebe Leute, Pythagoras rückwärts sozusagen. Ich erinnere nochmal an den Satz des Thales. Wenn ich zum Beispiel in einen Kreis einen Durchmesser einmale, und der geht durch den Mittelpunkt und durchmisst den kompletten Kreis, hier habe ich die Endpunkte. Ich weiß, das klingt jetzt wie noch nie gesehen oder so. Habt ihr, weiß ich. Und ich lege jetzt irgendeinen Punkt fest, irgendeinen, und verbinde diese Endpunkte des Durchmessers hier mit diesem Punkt hier oben, dann kann ich sicher sein, ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck. Das nebenbei, Satz des Thales, ne, sagt man dazu. Wisst ihr wieder. Gut. Jetzt nehmen wir mal Folgendes an. Wir wissen, wenn ich zu diesem Durchmesser C sage und hier zu dieser Seite A und zu dieser B, C Quadrat ist A Quadrat plus B Quadrat, jetzt machen wir es mal rückwärts. Und zwar, es sei mal gegeben, der Durchmesser als C, also das ist gegeben, der Durchmesser. Den nenne ich in diesem Fall mal C, heißt er eben mal C und nicht D wie Durchmesser. Und der sei meinetwegen 10 cm. Und ich weiß, die Seite A sei, wie sieht es denn aus? Sieht aus wie 8 cm. Wie ermittle ich dann die Seite B? So, ich schreibe in Schwarz weiter. Lösung. Stellt die Gleichung auf, setzt ein, stellt um und macht mal. An sich einfach, wenn man die Formel hinschreibt, kommt man nicht durcheinander. Ich hatte nämlich schon teilweise gehört, ja, b Quadrat ist c Quadrat oder nee, a Quadrat minus c Quadrat, was weiß ich. Immer erst hinschreiben und dann kann man umstellen. Und wenn ich hier sage, ich will b alleine stehen haben, dann muss ich erstmal a Quadrat abziehen hier. So, und wenn ich das gemacht habe, dann ist der Rest ganz einfach. Die Wurzel aus dem ganzen Kram ist b. Achtung, hier nicht einzeln die Wurzeln ziehen, das geht nicht. Nur mal ein Beispiel, weshalb das nicht geht. Nehmen wir mal an, ich schreibe 5 Quadrat plus 4 Quadrat ist gleich, müssen wir mal sehen. Jetzt sage ich 25 plus 16, das wird dann 41 sein. Wenn ich hier aber vorher die Wurzel zöge, dann hieße das 5 plus 4. Ach so, das ist 9. Und da, ne, das geht nicht. Also nicht vorher die Wurzel ziehen. Das wird Blödsinn. Okay, anderes Beispiel. Und zwar, man hat Folgendes vor. Mal wieder so einen schönen Sender. Ich habe einen Sendemast jetzt gesehen. Der sah wie folgt aus. Der stand so da, tralala, in der Gegend von Hamburg. Da stehen die. Und ja, und zwar haben sie den hier abgespannt und hier. Hamburger stolpern über den spitzen Stein. Ja, und dann haben die den nochmal hier oben abgespannt und hier auch. So. Und zwar, der gesamte Turm, ich habe den von außen geschätzt mit meinem alten Schätzauge und habe mir gesagt, das Ding ist 120 Meter hoch. Habe ich mich gefreut. Und dann habe ich gesagt, naja. Dann müsste das wohl in der Hälfte abgespannt sein, ne? Also, wie hoch? 60 Meter, genau. So, und ich möchte jetzt Folgendes haben. Nehmen wir an, die 60 Meter, die weiß ich. Und ich weiß auch, wie lang das Seil war. Und zwar, das Seil war, habe ich so mit meinem alten Schätzauge gemessen, 90 Meter. Jetzt macht ihr mal eine Arbeitsskizze und errechnet mal letzten Endes, wie weit ist das Ding eingeflöckert vom Turm entfernt. Wie weit ist das? Macht mal eine Arbeitsskizze, ne? Also, ich habe ein Arbeitsdreieck daraus entnommen und das halt ABC bezeichnet. Dann habe ich die Pythi-Formel umgestellt und dann einfach ausgerechnet. Umgestellt und dann? Wieso hast du Ja. das in Klammern geschrieben? Ja, weil das sonst nicht richtig wäre. Ich denke mal, das hat sie richtig gut gemacht. Gut. Von einem Dreieck ist Folgendes bekannt, und zwar: erstens, dieses Dreieck ist gleichschenklich. Gleichschenkliches Dreieck. Und zweitens, die Grundseite ist 7 cm. Wie hoch ist das Dreieck? Und?
Also G ist gleich 7 cm. Und also, wie hoch ist das Dreieck? Erstens. Und zweitens, wie groß ist die Fläche des Dreiecks? Na denn, legt mal los. Naja, ich hatte mich versprochen, gleichschenklich. Gleichseitiges, Entschuldigung bitte. Also nicht gleichschenklich, ein gleichseitiges Dreieck. Ja, ja, das ist das, was mir manchmal so passiert. Na dann los. Also zum Anfang hatte ich gar kein rechtwinkliges Dreieck. Da habe ich die Höhe in die Mitte gezeichnet und tada, da war's. Dann war aber G nur noch 3,5 cm. Nee, ja, A halt. Mhm. Die Seite hier war 7 cm und H wussten wir immer noch nicht. Dann habe ich das mit Pythi errechnet. Und H war 6,06. Und 6,06 Euro oder wie? Zentimeter. Ja, okay. Und denn A habe ich dann auch errechnet, G mal H durch 2. Klar, sieht man da. Und da kommt 21,21 Quadratzentimeter raus. Wunderbar. So, jetzt haben wir das gesehen, wie das funktioniert. Und dieses ganze Verfahren, das können wir natürlich auch rückwärts anwenden. Das meinte ich jetzt nicht. Das Verfahren rückwärts anwenden, es könnte nämlich folgende Aufgabe sein. Und die will ich als Hausaufgabe auf jeden Fall sehen. Und zwar, wir schnappen uns wieder unser Stückchen Quader. Wir wissen, L, bleiben wir bei 5 Metern, B ist 2 Meter, tja, H wissen wir nicht, aber wir wissen, und jetzt kommt die entsprechende Linie, von hier bis hier in diese Ecke läuft F und F lassen wir 8 Meter sein. 8 Meter ist F. Also die Raumdiagonale ist F. Und wir fragen natürlich, wie hoch muss ich den Quader gestalten, damit das zutrifft. Das ist jetzt ein bisschen um die Ecke rechnen, aber eigentlich könnt ihr es. Wenn ihr ganz stur die Formeln hinschreibt, müsste es klappen. Also nochmal, gegeben ist ein Quader mit einer Grundfläche von 10 Quadratmetern. Ne? L ist 5 Meter, B ist 2 Meter. Ich weiß die Höhe nicht, aber ich weiß, ich muss den so gestalten, dass meine Sehne, die ich, man kann auch Sehne dazu sagen, dass meine Raumdiagonale, die hier durchgeht, dass die 8 Meter wird. Da bastelt mal was zusammen. Das ist die Hausaufgabe, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Gesucht ist also, ich nenne sie hier F, nennt ihr sie auch F, dann kommen wir da nicht allzu weit auseinander. F ist doch schon gegeben. H, natürlich, Dankeschön. Na klar, H. Vielen Dank. So, liebe Leute, das bis dahin. Ich schließe das Video jetzt noch ab. Oder gibt es noch irgendwelche Fachfragen hierzu? In dem Fall nicht. Das macht nichts. Wir bleiben ja sowieso noch eine Weile hier. Also nichts? Okay. Dann schließen wir das Video jetzt ab mit einem freundlichen...